Jo, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem Mangal. Wir gehen gleich in den Item Shop rein. Hier haben wir den Wildcard, den habe ich euch ja gestern bereits vorgestellt. Gerne verlinke ich auch nochmal das Video. Meine Noten dafür habe ich auch abgegeben. Panzerknacker ebenfalls. Hier diese Lackierungen. So, heute ist Flapjacky mit hinzugekommen. Und Flapjacky. Ja, ich bin jetzt kein mega Fan von der. Ist ganz witzig, aber hinten natürlich das Backpack ist cool. Aber sag jetzt mal, was gebe ich denn der? Ich gebe Flapjacky 5 von 10. Schauen wir mal, wie sind denn da aktuell von euch die Noten für Flapjacky? So, lass mal schmecken. Das ist das da. Hier. 3,36 von 5 bei 44 Votes. 156 Reminders. So, dann haben wir hier diesen Knurrer. Und. Boah. Sieht ein bisschen aus wie so ein Alien-Verschnitt, ne? Aber. Naja. Jetzt auch davon nicht so der Mega-Fan. Das Ding gefällt mir nicht so wirklich. Gebe ich auch 5 von 10 drauf. Für den Grawler. Wie er auch in Englisch genannt wird. Hier 3,07 von 5 bei 28 Votes, 49 Reminders. Dann haben wir hier dieses Flauschsegel. Auch das finde ich nicht so toll. Diesen kann man hier eben zwei verschiedene Stile. Das unterscheidet sich dann aber auch nur in den Zeichen. Ja, bin ich jetzt auch nicht so der Mega-Fan davon. Auch dafür 5 von 10. So, nennt sich hier Poofy Parasail. Und das ist das hier. 3,65 von 5 bei 17 Votes. Da sind wir auch schon hier durch. Jetzt gibt es zum allerersten Mal in dem ganzen Spiel. Also seitdem ich diese Shops mache, zum allerersten Mal ein Pet zu kaufen. Und das ist hier die Kaiserin. Ja, für alle Leute, die irgendwo ein bisschen auf Bling Bling stehen oder die Mädchen unter euch oder wie auch immer, Katzenfreunde, guck mal, oh ja, leckt sie sich das Pfötchen. Da unten ist dann auch der Spielknäuel und vor lauter Langeweile hat sie auch schon hier auf ihrem Sessel die Krallen ausgefahren, auch an der Seite, oh mein Gott, oben auch. Das Krönchen ist drauf. Naja, ist wohl schon ein klein wenig. Naja, ist halt eine Katze, ne? Ja. Ihr wisst, Pink ist jetzt nicht so meins. Auch wenn ich die ganz lustig finde hier. Kriegt von mir auch nur 5 von 10, ja, gebe ich sogar 6 von 10 hier der Kaiserin. 6 von 10. Was hat die denn? Ui, ganz schlechte Noten aktuell bekommen hier. Gucken wir mal da rein. 2,57 von 5 bei 7 Votes. Kein einziger Reminder. Ich meine, 1000 V-Bucks für ein Pet ist halt schon echt mega. Ne? Ist schon ziemlich viel. So, dann haben wir hier diesen Auferweckt Emote. Zombie-like. Finde ich mega cool, das Ding. Gefällt mir sehr gut. Kriegt von mir 9 von 10. Und. Na, wo ist es denn? Reanimated. Reanimated hier. 4,22 von 5, 32 Votes, 48 Reminders. So, der Maximilian für 1200 V-Bucks. Ja, ich finde, er sieht nicht so schlecht aus. Maximilian kriegt von mir, ja gut, jetzt wo die Flugzeuge raus sind, kriegt trotzdem von mir 6 von 10, der Maximilian. Und hat aktuell hier 3,04 von 5 bei 28 Votes, 16 Reminders.
Hier wieder für die Leute, die gerne Pink mögen, was jetzt nicht so meins ist. Ich bin kein Fan davon, aber wem es gefällt, der soll es holen. Für 500 V-Bucks der Petunie. Begib dich mit einer Portion Flower Power auf einen Rachefeldzug. Ich find's schrecklich. Von mir kriegt er 0 von 10. Aber, wie gesagt, gibt ja auch Leute, die das gerne mögen. Die auch gerne auf Pink stehen. 3,1 von 5 bei nur 10 Votes. 4 Reminders. Und bereits am 30. Oktober 2017 das erste Mal drin gewesen. Dann kommt der Electro Shuffle. Und der Electro Shuffle ist schon cool, muss ich sagen. Electro Shuffle bekommt von mir 10 von 10. Und da haben wir auch derzeit hier 4,5 von 5 bei 32 Votes, 115 Reminders. Der Speer! Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von diesen ganzen klassischen No-Skins. Der ist jetzt auch nicht so mein Fall. Kriegt von mir 5 von 10. Der Speer. Und da haben wir hier momentan 3,5 von 5 bei 22 Votes. Ich meine, das Ding kostet nur 800 E-Bucks, ne? Aber taktischer Spaten. Tactical Spade. Der Klappspaten hier. Ah, ist nicht schlecht, das Ding. Kriegt von mir... Hier Reflexionen sind... Sind schon echt cool. Das Ding kriegt von mir, ist 6 von 10. Tactical Spade kriegt von mir 6 von 10 oder 5 von 10. 6 von 10, komm, 5 von 10. Ach, Spaß, nicht. Und sowas mit dem Dreh rum. Hier haben wir 2,73 von 5 bei 11 Votes, nur 5 Reminders. Hören wir uns mal an, den Werkzeugeffekt. Ja, was kann man denn in den heutigen Shop sagen? Natürlich mega geil, der Wildcard. Bin ich ein super Fan davon. Die Emotes mal wieder Hammer, auferweckt und Electro Shuffle. Ich persönlich finde die Kaiserin eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ganz cool. 1000 V-Bucks ist vielleicht ein bisschen viel dafür. Aber, ja, wem es gefällt, ich bin mir sicher, es wird einige von euch geben, die sich das Ding holen werden. Und da werden auch einige mit rumrennen dann später. Denke ich mal. So, ja, wenn euch der heutige Shop gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, ich freue mich auf euch.